Die lassen wir jetzt die 3 Stunden noch fertig drin. Lang ist es nicht mehr. Ja, halbe Stunde, 40 Minuten. Und dann können wir sie zum Dämpfen tun. Also in die Dämpfphase übergehen. Ja, Leute, wir kommen in die nächste Phase. Anstatt dass der andere mir hilft, hockt er da vorne und ratscht und spielt bloß am Handy. Hilft nichts. Schale und ich habe keinen Apfelsaft mehr da. Ja, gut, nehmen wir halt so eine Pepsi Cherry Coke. Ja, die schütten wir jetzt einfach unten rein zum Dämpfen. Ja, man merkt, der Smoker steht schief, steht ganz gewaltig schief. Vielleicht sollte man da vorher noch was unterlegen. Komm, das ist jetzt auch schon wurscht. Und jawohl, die Dinger sehen gut aus. Jetzt sehe ich gerade, kriege ich die Schale überhaupt hier rein dann komplett. Haha, ich kriege die Schale gar nicht rein. Verdammt nochmal. Haben wir das letzte Mal eine kleinere gehabt zum Dämpfen? Ist doch gar nicht. Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren, Leute. Das wäre jetzt mal richtig blöd. Die habe ich doch das letzte Mal auch gehabt. Kann man die jetzt hier reinstellen? Kriegt man Deckel nicht zu. Ich schau mal nach einer anderen Schale. Kreuzgut C5, weil. Die ist zu groß. Leute, das ist jetzt echt der Hammer. Also ich hätte gemeint, die Schale geht hier rein, aber naja, ist nicht so. Dann nehmen wir halt eine andere. Da hier kann auch zum Spülen. Ja. Da tun wir jetzt unser Rippal rein. Wenn diese rein gehen. Jo, genau von der Länge her. Das war eigentlich, wo ich jetzt Bedenken gehabt habe. Schnappen wir uns eine etwas breitere Folie, Alufolie. Und am Reifen hinten haben wir übrigens jetzt noch einen Holzklotz drunter gelegt, aber der steht immer noch leicht schief. Ja, wie gesagt, ich brauche einen 225, 45, R14. Irgendwo werde ich da schon was auftreiben. So, jetzt mal jetzt hier hinten einfach rein. Und da steht die Schale halt x Grad. Ja, Patrick, und jetzt kannst du ordentliches Holz neidonnern. Ja, gut, machen wir. Schon wieder am Filmen, ja? Natürlich. Ah. Hau rein, das Zeug. Lässt da das Feuer fast ausgehen. Ah. Leg doch die Kleinen erst unten rein. Dann feuern die Kleinen erst einmal an. Und setzen dann das Große in Brand. Jawohl, Grillchen. Und da ist noch ein Fussel, gerade an deinem Fuß, an deinem rechten, das kannst du auch gleich noch mit reinhauen. Das ist falsch. Ja. Na, wegen mir. Ja, das lange bitte nicht. Das ist behandelt. Ja, und jetzt kannst du noch den großen Klotz klein einschmeißen. Mit. Warum haben wir jetzt so einen großen rein? Der große raucht zwar mehr, aber da ist ja jetzt die Schale drin, ist abgedeckt. Also großen, dass es ja, mal ein bisschen länger brennt, dass wir nicht dauernd am Springen sind.
Komm, dann schmeißen wir den auch noch mit dazu und warten, bis das wieder anfeuert. Sollte ja hoffentlich nicht zu lang dauern. Wie gesagt, das Ganze jetzt 2 Stunden. Wir haben hier gerade so eine kleine Verkostung. Ja, diverse Leute durften jetzt ihre Fläschchen wiedererkennen. Der ist total geil. Immer her. Nein. Du bekommst jetzt das hier. Das müsste das Fläschchen sein von gar.tv. Schütten mal was ein, mein Schatz. Hat jetzt halt von der Bank, oder? Also dann, Prost. Hau recht. Jetzt wachsen der Hobo gar keine Arsch. Also wir wollten es ja schon ans Krankenhaus verkaufen zum Desinfizieren. Nö, so stark finde ich ihn gar nicht. Okay. Da fand ich den von Hast du aber gerade anders ausgesehen, dein Gesichtsausdruck? Ja, aber jetzt, wo er runterläuft, er brennt nicht nach. Ich habe eh einen Saumagen. Das war's schon. Warum hältst du die eigentlich so weit nach unten? Du bist komplett drauf. Alles gut. Dreh mal das Display rum, wenn du die Cam so hältst. Ja? Dreh es mal komplett rum, dass ich das sehe. Okay, kannst wieder zu. Scharf und in Farbe. Jetzt muss man schon kontrollieren, was der da macht an der Cam. Ja, Leute, es ist soweit. Ob man jetzt 5 Minuten früher, 10 Minuten später, das ist eigentlich völlig wurscht. Also wir sind jetzt, glaube ich, 5 Minuten vor der Zeit, aber egal. Dann läuten wir sozusagen die 3. Phase ein. Mit der Glaze. So. Ja, dieses Mal habe ich das Zeug gleich auf die Seite gestellt, da es halt wieder fliegt. Aufpassen beim Folie wegmachen, da könnte ein furchtbar heißer Dampf rauskommen. Jo. Sehen wir mal richtig gut aus. Dieser Duft, ne? Ja. Jawohl. Jetzt hoffen wir, dass wir das jetzt zerstörungsfrei nochmal da reinbekommen. Fällt aus. Soll ich dir irgendwie zur Hand gehen, oder? Ich hole die zweite Zange. Ich glaube, das ist besser. Zweite Zange nicht gefunden, aber der hier eignet sich da auch hervorragend für. Scheiße, das Ding zerfällt wirklich von selber. Ich würde sagen, das ist durch. Ja. Das ist Fall of the Bone, wenn wir komplett fertig sind. Unfallfrei raus. Wir fangen jetzt das Operieren an. Jawohl. So, nur die schon anlangen. Mal auf die Seite. Besteck brauchen wir nachher wieder. Ja, so wie ich das letzte Mal die Rips auch gemacht habe, mache ich sie dieses Mal wieder. Die einen mit der Barbecue Sauce Cola und die anderen mit der Glaze. Weil ich weiß ganz genau, Schatz, schmeckt die Cola nicht. Aber mir. Soll ich jetzt einen Ripper machen oder 2 damit? Egal, machen wir 2 damit. Patrick isst alles. Natürlich. Ist er viel Fraß und alles essen? Laufende Biotonne. Tu nur drauf. Ja, so ist gut. So, und auf die andere, die Barbecue Glaze.
Mein Tee ist offen. Hä? Habe ich da noch eine? Moment. Klar, ich habe ja die Soßen doppelt. Naja, so kann man sich schnell täuschen. 10 Minuten später. Ja, an alten Scheiß 10 Minuten. Da hauen wir jetzt die Gläser drauf. Dann tun wir das Ganze nochmal schön verstreicheln. Ein Bimseln. Du bist außer Bimsel. So Leute, und dann nochmal circa eine Stündle. Und danach soll es fertig sein und gut. Okay. Nachher geht's weiter. Tja Freunde, welche unserer drei Kandidatinnen wird mir assistieren? Kandidatin A, mein Schatz, die mich immer so schön verbessert und mir in meinen Videos hilft. Oder Kandidatin B, Patrick seine Freundin, die Tanja, die fremden Männern immer in den Mund schaut während der Arbeit. Oder Kandidatin C, Patricia, die heute ziemlich kaputt aussieht, weil sie schichten muss. Also, wer von euch meldet sich freiwillig? Das schweigende Lämmer. Patricia ist aufgestanden. Oh, Tanja, komm doch auch mit. Dann haben wir 2 Kandidatinnen. Komm. Ihr habt eine ganz einfache Aufgabe. Ihr müsst bloß die Schale halten und zum Tisch tragen. Und du passt auf, ob ich es richtig mache. Ja, das musst du schon gelernt haben. Ja. Hoffentlich. Ja, die sehen mal richtig gut aus. Ja Leute, wie gesagt, auf ein paar Minuten kommt es nicht drauf an. Wir haben es jetzt genau 7. Also waren sie noch 40, 45 Minuten drauf. Reicht vollkommen. So, also er legt jetzt da rein und wir rennen dann ganz schnell weg. Und los. Also das ist die Cola jetzt. Der Barbecue-Soße. Schau, die zerfallen schon von selber. Dann kann man sie nämlich besser stapeln. Marschalle. Probierale, nicht Marschalle. Marschalle. Jo, ab zum Tisch, wo wir das Probierale machen. Was? Diese Richtung Irgendwie rennen die in die falsche Richtung. Ja, dann essen wir Nudeln und Kartoffelsalat. Hier lang. Auf. Habt ihr noch was übrig gelassen, oder? So Leute, mein Teller sieht jetzt schon extrem zerrupft aus. Ganz einfach, ich habe mal schon meine Probiererle weggemacht. Schau mal dann. Ja, so sieht es natürlich wesentlich besser aus. Aber egal. Was ist jetzt hier wieder los? Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Nudelsalat. No. Mit dem Nudelsalat von der Patricia an. Naja. Kann man essen. Der Hunger bleibt nice. Ich glaube, die haut mich gleich. Nein, der Nudelsalat ist hervorragend. Kartoffelsalat von meinem Schatz. Lecker. Und jetzt die wieder mit der Barbecue Glaze. Absolut hervorragend. Das Beef Buddy Gewürz schlägt auch schön durch.
Aber für mich ist die Cola Glaze einfach gigantisch. Also ich finde sie spitze. Ja, und ich hoffe mal, dass nachher noch alle anderen auch noch ein Fazit zu den Rips abgeben. Ja, Leute. Lustiges Video bis jetzt, würde ich mal sagen. So, Freunde. Da schaut schon wieder eine rein. Kommen wir zum Ende von diesem Video. Also, mir hat es heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie ich am Anfang im Vorwort schon gesagt habe, eigentlich ein Fun-Video, weil Spare Ribs haben wir ja schon zur Genüge gehabt, aber einfach heute Besuch gehabt und ja, aus Jux an der Freude, einfach aus Spaß haben wir dieses Video gemacht und ich denke, es war ganz unterhaltsam und jetzt hören wir noch, was die anderen zu sagen haben, wie es geschmeckt hat. Patricia, sprechen Sie? Komm, du warst schon mitten im Bild. Kandidatin C. Nudelsalat hervorragend. Kartoffelsalat beste. Und die Spare Ribs mit Barbecue waren... Ja, die Cola-Soße wollte sie das letzte Mal auch schon nicht so. Ja, dann der Kameramann, der Patrick, der hässliche Seestern. Unser Verfressenster heute wieder. Viel zu satt zum Reden. Hast du da was ausgeschenkt? War's gut? Ja. Ich bin voll. Ich glaube, das sagt alles. Jo, dann kommt noch Kandidatin B, war das, glaube ich, vorher. Natürlich einmal die Tanja. Also, es war sehr lecker. Und. Wie kam? Ist gerade die Aufnahme ausgegangen? Naja, die war so verlegen, weil ich drauf bin. Ist ja, doch wahrscheinlich. Klar. Was sonst? Nein, es war sehr lecker. Wie eigentlich immer alles hier und ich gehe irgendwie nie hungrig nach Hause. Ich bin immer pappsatt. Gut. Ja, und dann richten wir nochmal die Kämme auf mich und ja, hören uns noch an, was Schatz zu sagen hat. Also die Barbecue-Ribs waren total lecker, richtig genial. Und die Cola-Ribs waren nicht so gut, ich die weiß. Die Cola waren jetzt nicht so mein ganz genauer. Aber das haben wir ja schon mal gehabt. Gut, also alles in allen war's. Gut, wir sind alle satt, glücklich und Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Da haben wir schon welche. Und ja, ansonsten Abos, das übliche, Glöckchen aktivieren, um neue Videos nicht zu verpassen und wir sehen uns. Ciao.